Mountainbike-Bekleidung im Herbst und Winter. Persönliche Tipps und Tricks von mir, eventuell auch ein paar Lifehacks. Das war jetzt für mich der absolute Gamechanger. Es ist einfach eine Wissenschaft, sage ich euch. Und jetzt kommt's. Jo Leute, ich bin's mal wieder, eure Peaches, und schön, dass ihr wieder dabei seid. Leute, der Sommer ist offensichtlich vorbei. Der Herbst ist da und der Winter steht vor der Tür. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Geht ihr auch weiterhin in der kalten Jahreszeit biken oder sagt ihr so, nein, jetzt ist Winterpause, mir ist es zu kalt, ich habe keinen Bock? Prinzipiell sagt man ja so schön, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Bekleidung. Ich persönlich als Sommerkind würde das jetzt nicht hundertprozentig unterschreiben, aber ich würde sagen, das können wir mal so stehen lassen. Wodurch ich gleich zum heutigen Thema komme, und zwar geht es um Mountainbike-Bekleidung in der kalten Jahreszeit im Herbst und Winter. Ein paar persönliche Tipps und Tricks von mir, eventuell auch ein paar Lifehacks. In diesem Sinne, Leute, ihr könnt mir auf jeden Fall auch mal eure Tipps, eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben. Und gleich mal vorweg, ich habe keinen Klamottensponsor. Das heißt, ich kaufe mir wirklich Sachen einfach, die mir gefallen, auf die ich Bock habe, die ihren Zweck erfüllen. Dennoch ist Matziak Offroad ein Partner von mir, ein großer Online-Shop, der genau diese Produkte vertreibt und von dem ich auch die meisten Produkte beziehe. Darüber hinaus, unten in der Videobeschreibung, habe ich natürlich meine komplette Ausrüstung verlinkt. Und ja, demnach starte ich gleich mal los mit einer Faustregel. Man sagt prinzipiell ganz einfach, wenn einem vor Beginn des Bikens ein bisschen frisch ist, dann ist man genau richtig angezogen. Bei mir gibt es prinzipiell drei Schwachstellen. Das fängt bei den Ohren an, geht weiter zu den Fingern und geht bis runter zu den Zehen. Aber darauf gehe ich später genauer drauf ein. Ich würde sagen, ich arbeite mich jetzt mal von unten nach oben durch und demnach starten wir mit den Schuhen. Die meisten von euch kennen mich, ich fahre ja immer mit dem 510 Freerider Pro. Mein absoluter Lieblingsschuh. Warum? Erstens, super Grip. Zweitens, auch perfekt für schmale Füße, da habe ich sehr oft das Problem. Der hat einen Zehenschutz, der hat meine Zehen tatsächlich schon sehr oft gerettet, auf das schwöre ich. Generell super Passform und das Obermaterial ist mehr oder weniger auch wasserfest. Deswegen, ich habe den bis jetzt auch immer im Winter getragen. Erstens, weil ich keinen Alternativschuh in dem Sinn hatte. Der einzige Nachteil im Winter, der mir wirklich aufgefallen ist, jetzt mal abgesehen von der Kälte, ist, beim Knöchel kann natürlich Schnee reinfallen. Das ist suboptimal, deswegen wäre es natürlich praktisch, wenn man irgendeinen Schuh hat, der über den Knöchel geht. Erstens, für die Leute, die sich keinen Winterschuh leisten wollen, so wie ich bis dato, ich habe hier einen kleinen Lifehack, eine Alternative. Ich habe das schon mal getestet in einem anderen Video. Und zwar, ihr könnt nämlich drei Dinge verwenden. Eins davon habt ihr bestimmt zu Hause. Entweder Alufolie, Frischhaltefolie oder die Folie von einer Rettungsdecke. Beispielsweise aus einem alten Erste-Hilfe-Koffer oder Paket. Ihr macht die Alufolie, Frischhaltefolie oder die Rettungsdecke, die eigentlich mein Favorit ist, um die Zehen, um die Füße am idealsten zwischen zwei Socken, und das hält tatsächlich wirklich warm und vor allem trocken, wenn man so will. Die Nässe kann ja dann nicht durch. Mein Tipp ist, bei der Frischhaltefolie natürlich nicht zu dick, damit das keine Falten macht. Bei der Alufolie hat es den Nachteil, dass die mit der Zeit einfach zerreißt und ihr habt womöglich eine kleine Sauerei. Deswegen idealerweise zwischen zwei Socken, weil dann kann man das easy ausschütteln. Und ja, die Rettungsdecke kann man ja auch zum Beispiel mehrmals verwenden. Also so unpraktisch ist das Ganze nicht. Aber um auf einen Winterschuh zurückzukommen, ich habe recherchiert und habe mir den 510 Trail Cross mit Pro
bestellt und habe mir den angesehen, in Anbetracht dessen, dass man diesen Schuh auch zum Wandern anziehen kann. Ich habe den aber wieder zurückgeschickt, weil der überhaupt nicht warm ist und ich kaufe mir jetzt nicht einen Winterschuh und muss dann erst wieder extra warme Socken anziehen. Das ist mega nervig. Deswegen ging der Schuh zurück, obwohl der von der Community, auf Instagram habe ich eine Umfrage gemacht, sehr gutes Feedback bekam. Und jetzt habe ich mir aber einen zweiten bestellt und überlege noch, ob ich den behalten soll. Und zwar ist das der hier. Wieder mal ein 510, auch ein Freerider. Von dem her einfach schon mal, ich bin das gewohnt, ich weiß, die Sohle passt, der Shape passt. Und ja, ich würde mal behaupten, optisch eventuell nicht der schönste Schuh. Ich war ein bisschen skeptisch wegen diesen Klettdingen, aber ja. Ist Geschmackssache, ein bisschen trashig, aber wie gesagt, ich finde es eigentlich ganz geil. Praktisch natürlich auch im Winter mit den kalten Fingern, man muss nicht mit den Schnürbändern herumtun. Da ist das super. Dann, was hat dieser Schuh? Das sieht aus, als wäre schon quasi so ein Socken integriert. Das ist auf jeden Fall nicht wasserfest, aber ist ein mega dickes Material und da geht der Schnee nicht so schnell durch und kann auch natürlich nicht in den Schuh fallen. Dann hat der außerdem auf der Innenseite vom Knöchel mit D3O-Material einen Knöchelschutz, was ich schon sehr cool finde. Und was mich tatsächlich wirklich sehr überrascht hat, man hat in diesem Schuh genauso guten Halt wie in dem Schnürschuh, weil ich dachte irgendwie, dass das dann hier locker ist, aber ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Der hat wirklich hier innen auch eine Polsterung und der sitzt wirklich gut. Ja. Und ich überlege, ob ich den jetzt behalten soll. Was meint ihr? Ist jetzt auch eben kein typischer Winterschuh, aber so schnell geht es eben bei dem nicht nass durch. Man kann das mit der Rettungsdecke oder die Lifehacks anwenden, muss man nicht. Aber wie schon gesagt, mir persönlich ging es tatsächlich in erster Linie darum, dass kein Schnee in den Schuh fallen kann, beziehungsweise von unten, von Fuß rauf, noch ein bisschen besser geschützt ist vor der Kälte, vor Nässe, vor Schmutz und so weiter. Also Leute, schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr von dem Schuh? Behalten oder zurückschicken? Generell ist es einfach auch wichtig, dass ihr gute und warme Socken anhabt. Ich kann euch wirklich Merino-Socken empfehlen. Und jetzt kommt's. Hier danke an die Nadja, die hat mir was empfohlen. Das war jetzt für mich der absolute Game-Changer. Und zwar sind das solche Zehenwärmer. Die sind selbstklebend, das kann man entweder oben auf die Zehen oder unterhalb aufkleben. Sobald man dieses Päckchen nämlich öffnet, reagiert das Ganze mit Sauerstoff und so wird es irgendwie auch warm. Ich habe das tatsächlich getestet und Leute, das war der Shit. Es hat ewig, stundenlang gewärmt. Teilweise war das richtig heiß und es, was mich auch überrascht hat, ich hatte nach wie vor genug Platz im Schuh und das war absolut nicht störend. Ich habe das online bestellt, gibt es auch in gewissen Shops. Ist halt leider ein Einmalprodukt, das muss man auch dazu sagen. Also ich verwende das dann wirklich nur, wenn ich weiß, okay, ich bin jetzt stundenlang draußen und werde das wirklich brauchen, es ist richtig kalt draußen. Hier steht auch, dass es bis zu 7 Stunden wärmt und ich bin davon überzeugt, dass das stimmt. Ich habe auch gesehen, das gibt es wirklich auch als Sohle in verschiedensten Variationen. Und ja, danke nochmal an die Nadja, das war ein richtig heißer Tipp. Dann gehen wir weiter mit der Hose und hier schwöre ich tatsächlich die dritte Wintersaison auf die Fox Defend Fire Pants. Ihr kennt die auch schon von anderen Videos, aber ich bin so zufrieden und happy mit dieser Hose, dass ich euch da gar nichts anderes soweit mal empfehlen kann. Ihr seht schon hier, die ist unten beim Knöchel super eng, da kann auch nichts reinfallen, da zieht nichts rein. Die hat auch zwei Taschen, eine auf der rechten Seite, eine auf der linken Seite, wo auch das Handy reinpasst, finde ich einen wichtigen Ansatz. Darüber hinaus trage ich darunter auf jeden Fall Knieschoner, ich fahre nie ohne Knieschoner. Und so sieht das Innenleben dieser Hose aus. Also die ist quasi leicht gefüttert, nicht zu dick. Aber das ist wirklich super wärmend und sitzt auch super bequem. Die hier ist eine Männerhose. Ich trage die in Größe 28, also die kleinste Größe und die sitzt bei mir super. Und jetzt habe ich noch eine neue Errungenschaft und zwar die Fox Defend Fire Pants Damenversion und zwar als Latzhose. Das ist der Latz, den kann man sogar abzippen
Wie geil ist das? Das heißt, man kann die Hose normal tragen und als Latz. Die hat im Latz Taschen, hier und hier, auch hier. Hat vom Futter innen ein Upgrade bekommen. Sieht jetzt so aus. Hat ebenfalls links und rechts je eine Tasche mit Zip, wo auch ein Handy reinpasst. Und darüber hinaus sind die Defend Fire Pants auch wasserabweisend und das kann ich auch auf jeden Fall bezeugen. Und als Alternative, wenn ihr euch jetzt keine Winterhose kaufen wollt, wobei ich hier dazu sagen muss, dass ich die im Herbst teilweise auch schon im Bikepark getragen habe, wo es noch gar nicht so kalt war. Anyways, wenn ihr kein Geld dafür ausgeben wollt, ist natürlich eine Alternative, dass ihr wie im Winter einfach Skiunterwäsche darunter trägt. Abgesehen davon fahre ich im Winter so wie im Sommer immer auch mit gepolsterter Radlerhose und ich würde sagen, im Winter wärmt die definitiv auch. Ein weiterer Nachteil im Winter, abgesehen von der Kälte, ist natürlich auch, dass keine Lifte fahren. Das heißt wiederum, dass wir uns im Winter auch genau so anziehen müssen, dass wir beim Uphill nicht super extrem zu schwitzen beginnen, damit uns später beim Downhill nicht kalt wird. Es ist einfach eine Wissenschaft, sage ich euch Leute. Deswegen bin ich ein mega Fan von Zwiebelschichten. Das habe ich jetzt auch beim Skitouren bzw. beim Splitboard-Touren gehen gelernt. Schichten sind mehr als dicke Jacken. Vor allem atmungsaktiv sich bekleiden, finde ich mega wichtig. Ich persönlich bin deswegen gar kein großer Fan mehr von luftundurchlässigen Regenjacken beim Uphill. Klar, es hält einerseits warm, aber ich persönlich muss sagen, dass ich darunter dann meistens eher wirklich dazu neige zu schwitzen und ich kühle dann relativ schnell aus, wenn es kalt ist. Und es ist dann eher suboptimal. Deswegen, generell, ich habe schon das Thema Skiunterwäsche angesprochen. Ihr habt bestimmt Laufshirts zu Hause, Wäsche, zieht das an. Aber man findet da schon seine Mittel und Wege, dass man nicht irgendwie was neu auch kaufen muss. Kann man natürlich. Habe ich auch getan und ich bin online über diese Jacke gestoßen hier. Fox Ranger Fire, ihr seht es auch hier. Die ist innen so leicht gefüttert, erinnert mich so ein bisschen an die Defend Fire Pants. Ist aber relativ dünn, das heißt, atmungsaktiv, wie man so sagen würde. Mega praktisch, zwei Taschen, die geht hinten am Gesäß, wie man sieht, relativ weit runter, was ich super praktisch finde, vor allem im Winter. Die hat keine Kapuze, ich hasse es, Leute, ich hasse nichts mehr im Winter. Ich brauche zum Beispiel beim Hals warm, also Schlauchschal etc. wird hier auf jeden Fall getragen. Dann Helm, man hat einfach so viel an, man kann sich eh kaum mehr bewegen und hat man eine Kapuze auch noch. Das ist super störend, wie ich persönlich finde. Ich weiß nicht, geht es euch auch so? Man hat auch hier eine Brusttasche. Ja, super angenehme Jacke, nicht zu dünn, nicht zu dick. Wenn man darunter noch Funktionsshirts anzieht, hat das für mich eigentlich jetzt immer perfekt gepasst für Pedalieren und für Downhillfahren. Unter dieser Jacke, in der Größe, die ich sie trage, habe ich bis jetzt nur einen leichten Rückenprotektor getragen, da ich ja meistens mit dem Rucksack fahre. Wenn es aber auch richtig kalt war, trage ich auch gerne Regenjacke in dem Sinn und da habe ich auch letztes Jahr oft die von Revolution Race getragen. Was ich euch auf jeden Fall auch empfehlen kann und was man das ganze Jahr über immer gebrauchen und tragen kann, ist so eine Windweste. Die verbirgt sich hier drinnen, ihr seht schon, die kann man mehr klein zusammenpacken, die hat immer Platz im Rucksack. Da geht es einfach darum, dass hier der Wind nicht durch kann, es aber ärmelfrei ist. Und für mich persönlich und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist das meistens so die perfekte Kombination, weil was mit Ärmeln too much wäre, aber hier ohne Windschutz wieder zu kalt. Also ich habe hier zum Beispiel was von Endura, aber es gibt zum Beispiel auch sowas von Fox. Das finde ich mega praktisch und auch sehr schade, dass es das nicht für Damen gibt, aber vielleicht kommt ja da noch was. Wenn es dann nochmal ein bisschen kälter ist, kann ich euch auch so eine dünne Daunenweste empfehlen. Auch fürs Spiken super praktisch. Habt ihr meistens beim Wandern und beim Skitourengehen an. Und das ist auch so eine von Revolution Race zum Beispiel.
Wie schon erwähnt, ich brauche es auch warm beim Hals, also ohne Schlauchschal geht da nichts. Ich habe hier den von Peach Army, den kann man auch gut über die Nase ziehen, den kann man dann auch, wenn man will, hinten schön beim Kopf hochziehen, dann ist es wirklich super warm, man kann aber trotzdem gut atmen. Natürlich kann es auch mal schnell, vor allem mit der Halbschale, kalt werden auf den Ohren und am Kopf. Was ich hier gerne mache, ist, wenn es noch nicht so extrem kalt ist, so ein schwarzes, dünnes Stirnband zu verwenden. Wie man hier sieht, das ist super breit. Das geht dann auch schon über den halben Kopf und so sind die Ohren schon mal geschützt und es kann einfach nicht so durchziehen. Und soll es dann schon richtig kalt sein, dann setze ich einfach eine dünne Mütze darunter auf, dünn deswegen, weil zu dick meistens der Helm dann nicht mehr passt. Was man natürlich auch machen kann, sind die Polster vom Helm entfernen und dann könnt ihr auch eine dickere Haube tragen. Als guter Letzt die Handschuhe habe ich mir tatsächlich auch erst letzten Winter zugelegt, sonst bin ich immer mit normalen Mountainbike-Handschuhen gefahren, muss aber zugeben, dass ich da nicht mehr tauschen will und diese 100% Brisker wirklich gern habe. Das Modell, das ich hier trage, ist ein Damenmodell, sprich einfach ein bisschen schmäler geschnitten. Der Sitz von den Handschuhen ist super gut. Sind eben an der Oberfläche quasi ein bisschen dicker und wärmend. Und an der Grifffläche ist normales Leder, auch eine Spur fester. Aber man hat trotzdem einfach super Gefühl in den Handschuhen. Vorhin auch schon erwähnt, ich fahre ja meistens mit dem Rucksack, was dann natürlich auch nicht schadet ist, wenn ihr auf Natur seid, ein trockenes T-Shirt zum Wechseln mitnehmen. Tja Leute, ich überlege gerade, ich glaube, ich habe nichts vergessen und wir sind alles durch. Wenn ihr Tipps und Empfehlungen habt für den Winter an Produkten, Schuhe, schwieriges Thema, Handschuhe, Jacken, schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare, ist für die Community und mich auch immer super interessant zu sehen, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Leute, ich bedanke mich mal wieder fürs Zusehen bei euch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war für den einen oder anderen hilfreich und womöglich habe ich sogar den einen oder die andere dazu motiviert, vielleicht doch weiterhin im Winterbiken zu gehen. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben hier, wenn es euch gefallen hat. Und in diesem Sinne, Leute, ihr wisst Bescheid. Jeden Samstag 9 Uhr neues Video. Bis dahin, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und Leute, man braucht nicht nur gute Bekleidung in der kalten Jahreszeit. Man muss auch hier natürlich das Bike öfter waschen. Ich bin gerade entsetzt, wie das Ganze hier so aussieht. Demnach seid gespannt auf das nächste Video, denn da stelle ich meine Bike-Pflege, Bike-Reinigungsroutine vor und eventuell das ein oder andere Produkt, was vielleicht der absolute Game-Changer ist.